Ungewöhnliche Trainingsmethoden für Höchstleistungen im Sattel. Belastungsprobe für Kaltblüter Shogun. Die Besonderheit in Schweiz. So, dann gehst du jetzt links rum und ich gehe rechts rum. Dann teilen wir uns gleich die Ungeraden hinter der Hexe, die Geraden zu mir. Trainer Oskar, damit die Choreografie in Fleisch und Blut übergeht, erst einmal trocken. Zu Fuß. Auch die Azubis Maike, Julia und Isabel. Habe ich mich verritten? Warte, ich verritten. Nee. Geht schon wieder los. Es ist wie so oft. Schwer ist leicht was. Und sie haben es in sich. Na gut. Weiter, den kann Schorsch jetzt bei der ersten Probe zur Quadrille schulen. Eine gelungene Quadrille ist bei einer Gestützschau das Aushängeschild. Technisch perfekt und synchron müssen die Reiter ihre Pferde aufeinander abstimmen. Einwandfrei. Immer nicht, aber. Schritt. Schritt. Bei jedem Training wird an Feinheiten geschliffen. Das ist einfach das Wichtigste, wenn da irgendwas in der Quadrille passiert, dass der Mann. Auch Kaltbluthengst Shogun steht vor einer besonderen Aufgabe. Er, der normalerweise nur vor der Kutsche geht, soll bei der Gestützparade geritten werden. Und dann auch noch gleich von zwei Reitern. Ich glaube, er hat ein gemütliches Temperament. Ich glaube auch. Eine Aufgabe, die viel Verständnis für das Tier erfordert. Isabel und Maike übernehmen dieses Training. Jetzt lassen wir ihn ablaufen. Es ist das erste Mal heute hier in der Halle. Und wir wollen halt damit bezwecken, dass er so eine eventuelle überflüssige Spannung herauslässt, indem er sich jetzt schon alleine bewegt, sodass, wenn wir draufsetzen, dass er dann schon ruhig und gelassen ist. Shit Ding auf seinem Rücken gewöhnen. Isabel, halt dich ruhig. Halt dich fest. Oh, mein Bubi. Brav. Und Shogun ist brav. Bei Hengsten beileibe keine Selbstverständlichkeit. Kaltblut hin oder her, ein erstes Lob. Schorsch hat heute zwar durchaus auch ein Auge für die Reiterinnen, doch schließlich kommt der Profi durch. In der Wendung geht aber nicht so schwierig. Rechts vorne Land allein. Bei dem da hat man da schon eher Auge drauf. Morgen. Was ist denn los? Der Shogun ging heute beim Reiten etwas unrund. Aha, was habt ihr denn, gemacht? Warte, schauen wir mal um, ob wir im Schritt schon was sehen. Gut, dann tust du mal gekehrt machen. Beim Vortraben auf hartem Boden kann der Tierarzt genau eingrenzen, welcher Huf bei Shogun. Man hört sie auch. Ja. Aber so gibt es jetzt zuerst einmal nichts her. Es ist nichts geschwollen, es ist nichts heiß, es ist nirgendwo vermehrt durchblutet. Normalerweise, wenn es am Huf ist, hat man ja diese starke Durchblutung oder diese stärkere Durchblutung im Bereich des Hufes, die man fühlen kann. Wir tun trotzdem mal einen Huf abdrücken. Ja. Sicher ist sicher. Schließlich soll Shogun bei der Gestützparade dabei sein. Also ab zur Untersuchung in die Tierarztpraxis. Hebst du bitte mal den Fuß auf und untersuchen wir ihn einmal mit der Hufuntersuchungszange. Im Volksmund abdrücken, Hufabdrücken genannt. Mhm. So, da schaut man jetzt über eine Schmerzprovokation mittels der Zange, also kräftiger Zangendruck am Huf. Ja gut, keine. Alles überstanden. Und wieder gibt's ein Lob für Shogun-Parade beim Banteltanz. Was schnaufst denn du so? Ich wollte mich beeilen.